Hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 mit den Trevor immer noch am Start. So, und ich glaube, dieses Mal werden wir das Tauchboot klauen. Aber für das Tauchboot brauchen wir natürlich erstmal jetzt ein Fahrzeug, mit dem wir hinfahren. Ich schnapp mir mal kurz eins, wenn jetzt gerade... Nein, das sieht gut aus! Nein, bleib stehen! Nein! Alter, wie viele geile Worte. Ja, jetzt kommt natürlich, ist irgendwie immer geil. Wenn man ein Auto sieht, fährt's weg. Ach nee. Guck mal. Alter, wie geil ist das denn? Alter, das ist Chrom, oder? Nee, das ist hier matt. Geil. Das ist ein geiles Gefährt. Okay, wo das Tauchboot? Das war hier unten, ne? Genau. Aber war hier unten nicht der Armeestützpunkt? Ich weiß es gar nicht. So, na, hallo. Jo, markieren. So. Da fahren wir jetzt natürlich hin. Das habe ich ja, wie gesagt, versprochen in der letzten Folge, dass wir heute das Tauchboot klauen werden. So, okay. Dann werden wir das auch mit Vergnügen machen. Alter, geil. Da hinten kommt gerade Feuer raus. Du Drecksack. Hat er mit Absicht gemacht. Also ich würde eigentlich gerne das Auto behalten. Alter, wie geil ist das denn? Noch ein anderer Lack. Schönes Orange oder so, das würde, oder Giftgrün, das würde bestimmt geil aussehen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht behalten wir den Wagen, aber wir müssen eh das Tauchboot klauen und müssen wir dann eben den Tauchboot abhauen. Ach Mensch, guck mal, der Sudel ist online. Ach Mensch, guck mal. Da oben siehst du, Sudel online. Na gut. Mal gucken, dass er schreibt. Na, kann ja auch mal in die Aufnahme mit reinkommen. Ach Mensch. So, aber na gut, wir klauen trotzdem das Tauchboot. Aua, scheiße. Das werden wir machen. Oh, jetzt schleift er irgendwie das Auto. Jetzt hat es irgendwie... Es hat auch so einen kleinen Linkstrall, hä? Ne, so einen Rechtstrall, eher so gesagt. Was ist denn jetzt los? Na, jetzt wird es wieder schneller ein bisschen, aber ich glaube, es hat schon leichten Schaden und so. Ne. Willst du mich verarschen? Das hat er schon wieder einen Platten. Alter, wie schnell haben unsere Fahrzeuge bitte einen Platten? So scheiße. Naja, gut. So, dann einmal hier oben drauf, wenn ich mich recht entsinne. War das denn so? Oder müssten wir eh runter? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. So, dann geht es dann hier lang. Da kommen wir dann quasi hier zum Hafen. Und da muss wohl irgendwo das Tauchboot stehen. Na gut. Huch. Oh, wollte ich gar nicht. Ja, ja, sorry. Wollte bloß durchfahren. So, da hinten haben wir einen LKW. Aber war ja nicht Militärgebiet, war ja nicht was. Hol das Tauchboot. So, natürlich jetzt nicht so auffällig hier sein. Bisschen abseits stehend. So, na gut, wir parken mal hier. Das dürfen wir uns doch bestimmt nicht erwischen lassen, oder? Die sehen nichts, okay. Ja, da oben ist eine rote Person, die dürfen wir wahrscheinlich nicht sehen. Müssen wir aufpassen, da vorne ist es. Hier dürfte eigentlich keine Person sein, oder? Someone's taking the sub! Ne. Ach, ich bin so ein Vogel. Das darf doch nicht wahr sein. Scheiße. So, ja, erneut versuchen. Das war natürlich profihaft. Ich bin natürlich ein Pro-Gamer.
Scheiße! So, jetzt ist er schon ganz woanders da. Jetzt sind da zwei, willst du mich verarschen? Wir mussten doch runterspringen, wir mussten doch zum Boot irgendwie kommen. So, das Boot steht da oben. Muss vielleicht erstmal ein bisschen warten hier, bis der Kunde weg ist. Hier hoch irgendwo. Ah, ha. Ach, du Scheiße, fahren wir hier Boot. Ah. Foyt, I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Foyt, don't go quiet on me, or I'll come around and I'll, well, we both know what I'm talking about. Bring it around to Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I look forward to that. Okay, well, that's more like it. Okay, Alter, das ist übelst geil, hier unten mit dem Boot zu tauchen. Das ist ja mal krass, Alter. Sieht schon geil aus. Kann man sagen, was man will, das ist schon geil, dass wir hier direkt mit dem Boot fahren. Können wir uns sehen? Wartet mal. Ach, wie geil ist das denn? Guck mal, der Trevor, da sitzt einfach brav drin. Ich würde jetzt gerne nach der Titanic tauchen, aber ich glaube, das wird uns nicht gegönnt. Wir müssen da hinten irgendwo hin, wenn ich mich recht entsinne, was er gesagt hat. Wartet mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Genau, das muss da hinten sein. Hinter den Steg noch und dann haben wir's. So ein ganz unter Wasser will ich jetzt nicht fahren, weil sonst sieht man ja meistens nichts, wo man hinfährt. So, das finde ich ja geil mit dem Boot, also ich feiere das irgendwie gerade. Das ist ja mal richtig geil. So, aber war ja nicht Militär, wenn ich mich recht entsinne. Das ist doch Militär eigentlich, oder? So, wir müssen jetzt hier rein, oder? Genau, da ist es schon. Da vorne ist es, okay. Leichter Wellengang heute, aber ist eigentlich leicht zu steuern. Ich weiß, ich sollte mehr untertauchen, mal versuchen hier mal gucken, was da ist. Ach! Was ist das denn? Also ich finde es ja geil, dass hier sogar unter Wasser Teile liegen, wie so ein Schiff oder so. Das finde ich eine coole Abwechslung, haben sie gut gemacht. Aber ich glaube, wir müssen oben an den Ring dran. Weil da ist der Treffpunkt, da holen sie uns ab, mit den Kron, glaube ich. Floyd, you there? Yes, sir, I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. Alright.
nur noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, muss noch ein bisschen. Da vorne ist der Haken, da müssen wir wahrscheinlich... Ach, guck mal da. Ah. Okay, da müssen wir wahrscheinlich jetzt stehen bleiben. Aha, guck mal an. So, alter Später haben wir das Boot gesattelt. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich zum Treffpunkt fahren. It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, 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 sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. So, ich muss es unbedingt nochmal sagen, ich find's geil, dass mitten unter Wasser... Muss ich ehrlich mal sagen, ich find's besser, wenn da ein paar Teile liegen, also wie zum Beispiel im Schiffswrack, als wenn das hier ganz leer ist, einfach nur Wasser. Finde ich geil inszeniert von der Entwicklung, da gibt's einen Applaus von mir. Okay, da rein wahrscheinlich. Das haben sie schon cool gemacht, die Entwickler. Ach, guck mal da vorne. Da haben wir's ja gleich. So, steig aus den Laster, okay. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. So, da kommt er hinterher gedackelt. Da läuft er komisch, ja? Kannst du mich mitnehmen? Alter, du Sack! Ja, bestanden! Okay. Alter Scheiße. So, U-Boot bestanden. So, 13 Minuten haben wir erst. Ach, schön, ich finde das cool hier. Ist schon geil, kann man sagen, was man will. Das ist schon krass hier. So, laufen wir noch ein bisschen rum. 15 Minuten wollte ich ein bisschen voll haben. Also, wie gesagt, wollte ich hier alles, wollte ich schon mal absagen. Das finde ich extrem geil mit den Unterwasser. So, ist eine andere Abwechslung, ist was ganz anderes. Das ist viel besser als manche anderen Spiele, weil da einfach gar nichts manchmal unter Wasser ist. Aber hier war ja wirklich was. Das sind Korallen, das sind Fische, da ist ein Schiffswrack oder was wir da gesehen haben. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich finde es auch geil, wie die Sonne da hinten sich langsam am Firmament runterbricht. Das ist schon extrem episch. Kann man sagen, mal was man will, aber... Wer GTA scheiße findet, der... Oh. Oh. Hallo. Ja. Der beobachtet die Toiletten. Okay, dann lassen wir alleine. So, ich würde gerne wieder rausfinden. Irgendwo, da geht lang. So, ich will ja natürlich nicht ins Militärgebiet. Ach, hier geht's gar nicht hoch. So, Pier, ich will jetzt nicht wissen, dass hier Polizei ist. Ich will eigentlich hier weg. Da geht's auch. Ne, geht's nicht hoch. Kann man den kaputt machen? Alter, GTA San Andreas war es so, da konnte man wirklich das kaputt machen. Wartet mal.
Das war natürlich sehr schlau von mir. Ich wollte eigentlich über das Ding springen. Aber ich glaube, ich mache erstmal eine Folgenpause. Und ich mache mal hier oben eine Folgenpause. Bei dieser wunderschönen Aussicht hier. Und wir werden uns sehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, bei Let's Play GTA 5. Bis dahin. Oh, willst du mich verarschen? So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd, don't think it's a good Alter, ich wollte einen Aufmal machen, du Spasti, das ist doch gar nicht. Should... Tell Floyd, it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. So, jetzt aber. Jetzt machen wir erstmal eine Aufnahmepause und, ja. So, hier seht ihr noch schön die Sonne. Okay, ich melde mich mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt auch wirklich tschüss.